George! So. Das heißt, es liegt nicht an der Treppe, die kann also wieder hierher zurück. Damit wäre hier auch alles erledigt. So, noch eine Trainingsfigur hier. Ja, viel zu tun. Das ist jetzt auch etwas blöd geplant gewesen von mir, weil da unten ist noch Gold drunter. Also, das Gold bitte da auch noch raus. Auf Stufe 2 habe ich bereits alles erforscht, also ja. Oh, hier ist immer noch solche Stein. Jo. Hier ist ein bisschen Silber versteckt. Und ich will einen Weg hierher. Ach so. Leiter. Dass die beiden da auch wieder rauskommen. So, die gehören dahin, da stören sie niemanden. So, hier kann ich zwei von denen hier hinbauen mit dem Stein, das ich noch habe. Da müssen halt die großen Kleiderschränke hier erstmal warten. Bis ich auf ein schönes Steinvorkommen stoße. Oh, hier ist auch noch ein Raum. Das ist praktisch. Von dem Raum hier kann ich nämlich, komme ich nämlich besser in den Raum hier. Von dem Raum komme ich in den Raum. Ja. Man muss nur gut planen. Was man als Zwerg sowieso immer sollte. Sonst ist man kein Zwerg. Da klappt das auch alles. So, hier noch zumachen. Ja, der Trepppack ist ziemlich lustig, aber manchmal auch ziemlich nervig. So. 3 Punkte für Düngesteinverbesserung und danach bessere Nahrungsmittel. Und ja. Also beim Thronsaal flicken und beim
Spawnraum flicken, werde ich viel Spaß haben. Und dich sollte ich mal ins Bett schicken. Gute Nacht. Schlafzimmer ist ja ziemlich geflickt. Da müssen wir nur das hier und das hier zumachen. Und eben den Weg nach oben. Ja, ich bin froh, wenn wir Essensrationsforschung haben. Okay, der Raum da sieht schon mal wieder sehr groß aus. Oh. Oh, hallo, ein Ork-Häuptling der Nordstämme. Sie haben Steinvorräte. Ups, da habe ich ein Stück Leiter abgerissen, was aber egal ist. Weil ich glaube nicht, dass es da... Ich hätte nichts sagen sollen. Hier ist ein ganzes tolles System. Direkt über unseren Köpfen. Jo. Wenigstens tun sich Ork-Häuptlinge nicht porten. Und steigen selten Leiter hoch und runter. Das ist unser kleiner Vorteil. So, du. Training. Und wir brauchen hier. Und hier. Und das kann nach hier. Bei dem Raum werden wir auch steinern. Machen. Was wir gleich schon mal machen könnten, ein bisschen Steinboden verlegen. So. Hier. George. So. Die Orks lasse ich mal da, wo sie jetzt sind. Guck mich mal lieber hier drin um. Das hier sieht nämlich klein aus. Das könnte wieder Maulwurf oder Gnomenbau sein. Wenn es von den Gnomen ist, dann baue ich es einfach zu, außer sie haben was Wertvolles da. Versteckt. Nein, es sind drei Orks. Hä? Hi Jungs. Kommt meine kleine Truppe gegen drei von den Orks an.
Das ist jetzt eine gute Frage. Er hätte wahrscheinlich vorher speichern sollen, weil... Wow, das war knapp. Ho, ho, ho. Ja, für dich war es knapp. Es ist noch ein Ork übrig, trotzdem. Meine Fernkämpfer sind nicht verletzt, nur er hat ordentlich einstecken müssen. Wisst ihr was? Ich benutze das Ding hier jetzt als Trainingsraum. So. Und hier kann ich nach unten buddeln. Dann klaue ich dem hier oben noch den ganzen Stein, den er hat. Um noch mehr Stein aufzudecken. Wow, hier ist aber wieder gut viel Stein. Man merkt ja, wir haben ein bisschen Steinmangel die ganze Zeit über. Und ich habe leider noch nicht die Forschung, um die Dinger billiger zu machen. Das heißt, wenn ich die endlich bauen will, muss ich jetzt Stein sparen. Zurück zu meinem König. So. Ja, wenn du Level 12 bist, bist du wieder voll geheilt, was gut ist. Jo. Forschung klappt. Unsere beiden Bergarbeiter, denen geht's auch gut. Müssen wir nur noch den letzten Ork loswerden. Und halt die Meute da drüben. Ah, er ist doch am Trainieren. Du schläfst jetzt ein bisschen, das dürfte dir schon mal... Ja, du heizst gut hoch durchschlafen. Gut, dann würde ich sagen, ich speichere hier jetzt mal wieder, da wir an unserer Zeit sind. Wir haben aber gut viel geschafft in der Zeit, in den 1,5 Stunden, die wir jetzt schon angefangen haben mit der Aufnahmesession. Ja. Also, dann speichere ich mal. Ich merke, wie löcherig das hier ist. Das wird doch sehr lustig, das alles zu flicken. Also ja. Bis gleich.